nicht ganz leicht, den Ball kurz in Vorhand von Calderano zu spielen. Und Timo Boll muss da sauber in die Bälle gehen. Für Borussia ist. Deswegen ist es nicht ganz leicht, den Ball gut kurz zu legen. Nicht so fest gespielt wurde. Platzierung ist manchmal wichtiger als Geschwindigkeit. Den kurzen Ball, noch viel seltener den langen Schupf mit Rückhand. Muss man sagen, bislang vor große Schwierigkeiten. Bessere Ende für Timo Boll. Und jetzt auch zu Beginn gegen Kai. Und hier hat auch Timo Boll gegen diesen parallelen Ball keine Chance. Unglaublich! Da hat eigentlich Timo Boll schon gedacht, er hat ihn sicher. Aber die Art und Weise, wie Hugo Calderano an diesen extremen Ball noch herankommt, das ist schon ein Wahnsinn. Sozusagen ums Netz. Hat die Schwerkraft nicht mitgespielt. Wahnsinn. Ja. Aufschlag Calderano. Den nutzt er, obwohl. Gibt es weltweit, die so aggressiv mit Rückhand-Flip spielen und so gut vor allem auch nachspielen können. Aber deswegen der Fehler. Spin, spin, spin. Spin, spin enden, wo Calderano sich Vorteile verhofft. Unglaublich. Unglaublicher Ballwechsel. Ja, es hat. Aber Aufschlag Calderano. Kurzen Aufschlag. Begegnungen zieht. Ball. Vielleicht auch den Ball einfach nur
in den Tisch hineinspielen sollen. Einfach wieder ins Spiel zu finden, trotz des verlorenen zweiten Satz hat er ja deutlich besser gespielt. Ball mit viel Gefühl. Wieder nur an den nächsten Punkt. Das ist das, was eigentlich die Topspieler heraus einerseits einen Satzball hatte. Und dann gibt Timo jetzt hier ein ganz, ganz, ganz enges Match. Timo ankommt mit, um den Ball nochmal zu beschleunigen. Kickt er sozusagen dem Gegner entgegen und erschwert dann das Timing für den Gegenüber. Einfallen lässt. Aber jeder Aufschlag war und der zu gewinnen. Abgewehrt von Calderano auch den nächsten Matchball. Ich muss sagen, Hut ab Borussia, Hut ab Timo Boll und schauen Sie sich diese Freude an.